Ja, sehr geehrtes Präsidium, werte Kolleginnen und Kollegen, es ist ja immer wieder eine gewisse Spannung, wenn man auf die Dringlichkeitsanträge wartet, die da so kommen. Wenn man aber den Dringlichkeitsantrag jetzt von der SPD sieht, dann muss man das Ganze schon mit einem großen Kopfschütteln hinnehmen. Ist es nicht genau die SPD, die sämtliche Maßnahmen im Vorfeld, was Corona angegangen ist, mitgetragen hat? Ist es nicht genau die SPD, die einen wahnsinnigen Pharmalobbyisten als Gesundheitsminister in Berlin sitzen hat, welche sich, ja, Gesundheitsminister in Berlin sitzen hat, welcher sich einen wahren Überbietungswettbewerb mit den Ländern geliefert hat, darunter auch mit der bayerischen Staatsregierung? Ist es nicht die SPD, welche im Ausschuss bei unseren Anträgen gegenüber der übertriebenen Corona-Maßnahmen mit Schnappatmung reagiert hat und uns als unverantwortliche Schwurbler diffamiert hat? Ja, es wird Zeit, dass die zu Unrecht erhobenen Bußgelder im Zuge der Ausgangssperre an die Bürgerinnen und Bürger zurückgezahlt werden. Das geht aber nicht weit genug, meine Damen und Herren. Blicken wir doch einmal auf die vergangenen drei Corona-Jahre zurück. Wir haben Kontaktsperren gehabt, Verbot von Mannschaftssport, Schließung von Gaststätten, Schließung von Geschäften, wo es einem Berufsverbot gleichgekommen ist, eine Masken- und einen Testzwang, eine einrichtungsbezogene Impfpflicht, Einschränkungen der Reisefreiheit, Verbot von Familienfeiern, Hochzeiten betroffen, Beerdigungen, weil man nicht einmal mehr von seinen Bekannten Abschied nehmen hat können. Wir haben eine Isolation gehabt für unsere Senioren, geschlossene Schulen und Kindergärten, sogar gesperrte Spielplätze. Hier kann man nur endlos weiter aufzählen. Und die größten Leidtragenden an der ganzen Geschichte, das waren die Kinder und die Jugendlichen, denen mal in diesen drei Jahren Zeiten geklaut, geraubt worden sind, die wollen sie so nie wieder kriegen. Und gerade deswegen fordern wir in unserem Nachziehantrag auch eine Entschuldigung. Eine Entschuldigung für die vergangenen drei Jahre, für das, was zu unrechtmäßig an Maßnahmen verhängt worden ist, weil die Bürgerinnen und Bürger und vor allem unsere Kinder heute noch dran zu knappern haben. Und natürlich fordern wir auch eine Zurückzahlung, und zwar von allen verhängten Bußgeldern und nicht nur die verhängten Strafen wegen der Ausgangssperre. Das Ganze mal in Zahlen. Es sind 237.000 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden in Bayern. Ein Wert von 40 Millionen Euro. Wir von der AfD werden diese Themen so lange wieder und wieder und wieder in Erinnerung rufen, bis alles ordentlich aufgearbeitet wurde und die Verantwortlichen sowohl politisch und letztendlich auch juristisch zur Rechenschaft gezogen worden sind. Vielen Dank.